Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gleich zu Beginn möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen und haben aktuelle Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Zahl der Berufspendler im Landkreis Neumarkt hat einen neuen Höchststand erreicht. Dies meldet die IG Bau. Auf dem Weg zur Arbeit verließen im vergangenen Jahr rund 39.000 Menschen regelmäßig die Grenzen des Kreises. Das sind 37% mehr als im Jahr 2000. Laut Gewerkschaft sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in Großstädten ein Grund für Erwerbstätige, in den ländlichen Raum zu ziehen und lange Strecken in Kauf zu nehmen. Laut Statistischem Bundesamt nutzen rund 68% der deutschen Pendler den Pkw, nur 14% die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Stadt Berching sucht aktuell nach einem Namen für die neue Kulturhalle. Bürger können bis zum 31. Oktober Vorschläge bei der Stadtverwaltung einreichen. Eine Jury wird aus den Einsendungen einen Namen auswählen. Die Kulturhalle, welche die Stadt Berching für 3,5 Millionen Euro baut, soll ab nächstem Jahr unter anderem für Konzerte, Theateraufführungen oder Firmenevents zur Verfügung stehen und die brandschutzrechtlich nicht mehr zugelassene Kulturfabrik ersetzen. Die Stadt Neumarkt benötigt wieder Christbäume. Diese sollen während der Weihnachtszeit im Stadtgebiet aufgestellt werden. Gartenbesitzer, die große oder kleinere Nadelbäume abgeben möchten, können sich telefonisch bei der Stadtgärtnerei unter 09181 263 80 melden. Die Kosten der Abholung betragen pauschal 50 Euro. Dies ist deutlich günstiger als die Fällung eines großen Nadelbaums durch eine Fachfirma. In den letzten Wochen zeigte sich die Jahreszeit Herbst schon von zwei Seiten. Von der stürmisch-kühlen Seite und von der sonnig-goldenen. Die erste schreit förmlich nach einer heißen Tasse Tee und einer warmen Decke. Die zweite macht vielleicht Lust auf einen Spaziergang im Laub oder die letzten Arbeiten der Gartensaison. Wir wollten von den Landkreisbewohnern wissen, was ist denn ihre typische Herbstbeschäftigung? Bei schönem Wetter, in diesem Herbstwetter, ist es Motorradfahren angesagt, beziehungsweise dann bei schlechtem Wetter sitzt man am Computer. Na, Motorradfahren, die letzten Tage noch. Einfach spazieren gehen, wenn bummeln, das Wetter genießen. Aber mir macht es auch nichts aus, wenn es mal richtiges Mistwetter hat. Dann macht man sich halt zu Hause bequem. Ne? Im Garten arbeiten. Draußen rausgehen, im Laub spielen mit dem Kind. Radfahren, laufen und wandern. Aber Herbst, finde ich, an und für sich ist eine tolle Jahreszeit. Über 130.000 Garagenbesitzer können nicht irren. Damit Fertiggaragen aus massivem Stahlbeton für jeden Baustil. Wählen Sie aus über 6.000 Optik- und Ausstattungsvarianten. Wir liefern Ihr Modell mit allem Drum und Dran und installieren es vor Ort. In der Regel in einer halben Stunde. Damit seit 60 Jahren Ihr Garagenexperte in Neumarkt. Andere haben das, was man rund ums Auto braucht. Wir haben alles, was man rund ums Auto braucht. Der Autoladen Neumarkt. Ihr Fachmarkt für hochwertige Ersatzteile sowie Zubehör und Pflegeartikel von namhaften Herstellern. Bei uns finden Sie Werkzeuge für Kfz-Arbeiten aller Art und Mitarbeiter, die durch Fachwissen überzeugen. Der Autoladen Neumarkt. Oberes Moos 4. Hier wird Luxus lebendig. Im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Unsere Sammlung aus restaurierten Fahrzeugen und Originalbauteilen ist weltweit einzigartig. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Die BG in Gleichach mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BG in Gleichach, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufenausstellung in Neumarkt. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dunwood Haus. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Neumarkter Schmankerlwochen 2019. Genießen Sie den ganzen Oktober unter dem Motto Waldlust, Waldgenuss. 9 Schmankerlwirte präsentieren Ihnen kulinarisch aufregende Gerichte und zaubern die Aromen des Waldes auf Ihren Teller. Die Neumarkter Schmankerlwochen 2019 vom 1. bis zum 31. Oktober.
Der Gemeinschaftsstand der Stadt Neumarkt auf der Consumenta 2019. Vom 26. Oktober bis 3. November im Messezentrum Nürnberg. Neumarkt präsentiert sich als Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort und als moderne Einkaufsstadt. Täglich wechselnde Sonderaktionen sorgen für ein vielfältiges Programm. Neumarkt auf der Consumenta, Halle 7, Stand D31 mit gemütlichem Oberpfälzer Biergarten. Ihr Ziel, die Straße. Unser Ziel, wir bringen sie hin. Mit einem modernen Fuhrpark, sicher und komfortabel. Mit Filialen und Schulungen in Neumarkt und Deining. Mit Kursangeboten für viele Klassen, vom Motorrad bis zur Zugmaschine. Flohs Fahrschule, mit fairen Konditionen zum Führerschein. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum großen Familientag im Neuen Markt am 19. Oktober. In der oberen Ladenstraße erwarten Sie von 11 bis 17 Uhr ein Spieleparadies mit vielen Spieltischen, Modellfahrzeugen, Bobbycar-Parcours und vielem mehr. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Weil taugreiche alles. Willkommen zurück. Das sogenannte Bundesteilhabegesetz schreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen stärker in die Gesellschaft integriert werden sollen. Dazu gehört natürlich auch, dass sie am Berufsleben teilhaben. Was auf dem Papier hübsch klingt, lässt sich im Alltag relativ schwer umsetzen. Tatsächlich müssen dafür viele Faktoren zusammenpassen und viele Seiten zusammenarbeiten. Wir zeigen Ihnen nun zwei Glücksfälle aus Berching, in denen es funktioniert. Hallo, ich bin die Monika Gassner. Ich komme aus Regensburg, also Landkreis Regensburg. Jahrelang war ich in Regenswagner-Holstein. In unseren Werkstätten haben wir 150 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Und wenn sich Einzelne gut entwickeln und dann an uns herantragen, sie möchten mal was anderes probieren, dann suchen wir einen passenden Arbeitgeber. In der Regel geht es über ein Praktikum. 2016 habe ich Praktikum gemacht in Klinik Drombad. Und da hat es nicht so gepasst. Dann bin ich in Caritas in Berchin, in Seniorenheim. Da habe ich Praktikum gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Und seitdem arbeite ich hier. Frau Gassner ist dreimal in der Woche da und sie hilft mir eigentlich beim Frühstücken. Wenn jemand unruhig ist, nimmt sie mir die Bewohnerin ab, beruhigt sie. Ab und zu mir halt auch massieren die Bewohner, weil das tut ihnen ganz gut. Und da man wieder guten Blutdruck kriegt in den Körper und dass einfach die Seele gut ist. Brauchen Sie jetzt eine Kopfmassage? Ja. Frau Gassner, fällt es vielleicht schwierig, den ganzen Tagesablauf zu konstruieren, sag ich mal. Aber es ist auch nicht nötig. Da wird ihr gesagt, was sie machen kann. Oder sie findet selber immer Beschäftigungsangebote für die Bewohner. Also ich brauche mich da eigentlich gar nicht zu kümmern. Also ich bin letztes Jahr von Oktober bis Dezember in einem Markt im BFZ gegangen. Das ist eine Ausbildung für Betreuung für Demenzkranke, dass ich eine kleine Ausbildung habe. Also sie hat selber den Wunsch geäußert, sie möchte den Betreuungskurs machen. Hat sie erfolgreich abgeschlossen. Und ich finde, sie hat auch einen Zugang zu den Bewohnern. Da war mir manchmal ein bisschen mehr überlegen. Und das finde ich ganz toll. In drei Fällen ist es uns in den letzten Jahren gelungen, dass die Beschäftigten dann auch von diesen Arbeitgebern fest angestellt wurden. Mein Name ist Kugler Christian, komme aus Dietfurt und arbeite hier in Berchen momentan bei der Grünanlagenpflege. Christian Kugler von sich aus kam zu mir eines Tages und hat gesagt, er hätte Interesse an einem Praktika. Also ich habe gesagt, ja, ich möchte draußen arbeiten, möchte es mal probieren. 2010 haben wir für 15 oder 16 Monate mal Praktikas eingesetzt im Bauhof. Also für mich war das schon einerseits ein bisschen schwer, von den Handsteinwerkstätten gegangen zu sein. Aber ich habe es halt dann so gesehen als einen großen Schritt. Ja, und seit Juli 2015 haben wir ihn jetzt eingestellt als Vollbeschäftigten beim städtischen Bauhof der Stadt Berchen.
Ja, die kleineren Einschränkungen natürlich sind schon vorhanden. Einmal mit Führerschein natürlich, er muss auch immer in Anleitung arbeiten, aber was er macht, hat alles Hand und Fuß. Er entwickelt sich immer weiter und immer weiter zur guten Selbstständigkeit. Also ich komme heute heim und habe das Gefühl, ich habe heute wieder einiges den Arbeitskollegen geleistet. Wenn es alles ganz gut klappt, dann bin ich ganz sehr glücklich und zufrieden. Also es ist wirklich für mich ein vollbrachter Tag. Also wenn es Bewohner gut geht, dann kann man gut schlafen, ja. Vorhin haben wir ja schon gehört, was die Landkreisbewohner gerne im Herbst machen. Und womöglich holt der ein oder andere auch ein Brettspiel aus dem Schrank. Beim Spieleclub in Neumarkt hat man da eine große Auswahl. Insgesamt 400 Spiele nennt der Verein sein eigen. In diesem Jahr feiert er sein 20-jähriges Jubiläum. Und deswegen veranstaltet man nun immer am ersten Donnerstag im Monat mit der Neumarkter Stadtbibliothek einen Spielenachmittag, an dem die Gäste Neuheiten ausprobieren und aus dem Fundus der Bibliothek auch Spiele ausleihen können. Und am Samstag dieser Woche gibt es im Gasthof zur Au in Neumarkt zudem ein großes Jubiläumsturnier, für das Sie sich noch anmelden können. Ab 14 Uhr wird das amüsante Kartenspiel Half-Pint Heroes gezockt. Und ab 19 Uhr steht ein Turnier mit Heck-Meck am Bratwurmeck auf dem Programm, einem Würfelspiel für viele Generationen. Zu gewinnen gibt es übrigens beliebte Brett- und Gesellschaftsspiele. Und jetzt möchten wir wissen, wer in dieser Woche den Blumenstrauß der Woche verdient hat. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Hofbeck hat sich bei mir gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? An die Frau Buchholz. Und warum hat sie den verdient? Ja, weil sie mir so viel geholfen hat die letzte Zeit. Gut, dann legen wir los. Danke, danke. So, Frau Buchholz, Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber nett von Ihnen. Dankeschön. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Den kriegen Sie von mir, weil Sie so viel für mich getan haben. Oh, deswegen ja. Haben Sie sich so verabredet. Genau. Und ja. Ich wollte mich einfach mal bedanken. Das ist lieb. Dankeschön. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen den Hintergrund noch erklären. Also es ist so, dass wir im Hospizverein ja eine Trauerabteilung haben sozusagen. Wir führen Einzelgespräche, wir haben eine Gruppe. Das Ganze machen Sie ehrenamtlich? Jawohl, also wir kriegen nichts, gar nichts dafür, das machen wir ehrenamtlich. Ich bin jetzt schon fast 20 Jahre bin ich jetzt dabei dieses Jahr. Und ich freue mich immer noch, ich arbeite immer noch so gerne wie am Anfang. Ich wünsche noch einen schönen Tag und machen es genauso weiter. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Wie dick muss die Jacke sein, in der wir in den kommenden Tagen aus dem Haus gehen? Oder brauchen wir etwa gar keine und ein T-Shirt reicht? Diese Fragen klären wir jetzt. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Am Samstag zeigt sich die Sonne nur vereinzelt, bei Höchsttemperaturen von 16 und Tiefsttemperaturen von 11 Grad. In den Morgenstunden gibt es eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit. Am frühen Sonntagmorgen ist es locker bewölkt. Mittags ist der Himmel relativ frei, bei bis zu 19 Grad. In der Nacht kann es bis auf 10 Grad runterkühlen. Bei Temperaturen zwischen 11 und 19 Grad zeigt sich die Sonne am Montag eher selten. Und vor allem am Abend kann es zu leichten Regenschauern kommen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Heute waren wir hier zu Gast in Sondersfeld und es hat uns gefreut, dass Sie mit dabei waren. Am nächsten Mittwoch gibt es dann eine neue Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Wäre schön, wenn Sie einschalten würden. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und danke fürs Zuschauen.